Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2 School of the First Sin. Ja, in der letzten Folge sind wir ein bisschen hier im Schattenwald rumgetanzt und haben ihn hier getroffen, also beziehungsweise seinen Kopf. Also Vengals Kopf. Und wir sprechen jetzt mal mit ihm, mal schauen, was er uns gibt. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes. We soldiers stared death in the eye together. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. I was born in Feroza, it's a land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell. Our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war. And I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Thank you for lending an ear to my ramblings. Here, take these. I have no use for them. Ja, Vengals Helm. Go along and resume your journey. Farewell. I will retire to my silence. Wir haben Vengals Helm bekommen. Und ja, wie wir sehen, der ist absolut top. Also, das ist einer meiner Lieblingshelme. Allerdings, ja, ziehe ich ihn jetzt nicht an. Da war einfach viel zu. Wobei, wenn wir. Vielleicht könnten. Ja, nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Nee. Also, er sieht, finde ich, auf jeden Fall ziemlich geil aus. Aber. Er hat auch geile Werte, aber ich nehme mal noch nicht. Da wir einfach überladen wären, wenn wir ihn nehmen würden. Dann schau ich mal, hier müsste noch ein Item liegen. Sehe einen stolzen Ritter und ein Menschenbild, genau. Da vorne sehen wir schon, da leuchtet was. Da ist noch ein Item. Aber wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Das ist eines namenlosen Soldaten, ein schimmernder Lebensstein. Und schauen, so, eben orientieren. Hier drin verliert man nämlich schnell die Orientierung. Und schauen mal, dass wir hier da hinkommen, wo ich hin will. Müsste hier ist das, genau. Und jetzt müssten wir einfach, ja, hier ist irgendwie so eine komische, keine Ahnung, da können wir nichts machen. Wir laufen einfach mal, boah, ist das hier Nebel geworden. Hier links oben sehen wir nämlich eine Truhe und da ist was Schönes drin. Das will ich unbedingt haben. Wir laufen hier mal schnell hoch. Denn da kommt uns gleich einer hinterher. Ich öffne mal die Truhe. Na, wo bleibt er? Da ist er. Und haben einen Chlorothy-Ring plus 1. So, damit können wir nämlich. Ja, also damit haben wir im Prinzip eine nochmal erhöhte Ausdauerregeneration. Den ziehe ich auch direkt mal an. Wiegt zwar 0,4% mehr. Also wir haben 0,4% mehr Belastung, aber ist in Ordnung. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich schaffe. Hier oben ist nämlich noch irgendwo eine Truhe. Da ist auf jeden Fall auch nochmal ein Typ. Den wir gesehen haben. Er schießt auf uns. Schnell mal nehmen. Ring der alten Sonne. Ich glaube, mal schauen, ob ich es finde. Hier vorne war irgendwo auch nochmal ein. Ich weiß nicht, ob eine Truhe oder was lag. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Hier ist was. Lords Talisman zweimal. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche. Wir müssten jetzt, wenn ich mich richtig orientiert habe, jetzt gleich wieder hier vorne zum Vengals Kopf kommen. Genau, hier ist er. Das heißt, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Der Rest ist jetzt, finde ich, nicht ganz so wichtig, was hier ist.
gibt es, glaube ich, noch einen Ring, der... Oder gibt es den New Game Plus? Es kann auch sein, dass es den New Game Plus gibt. Ein Ring, der einen davor schützt, dass man jetzt backstepped wird, beziehungsweise den Schaden, den man beim Backstep bekommt, extrem verringert. Gut, jetzt sind wir hier. Da vorne sitzt jemand. Kenne ich auch noch nicht. Aber bevor wir dahin gehen, erstmal hier das Leuchtfeuer anzünden. Ich setze mich auch einmal dran. Und dann holen wir hier noch ein paar Sachen. Ich gehe erstmal nach oben. Hier oben lag nämlich hier ein Item, genau. Das ist auch so ein Phantom, okay. Ein schimmernder Lebensstein. Gut, dann nehme ich mal eben schnell... Ja, die können wir... Ja. Kann ich nicht anvisieren. Überhaupt nicht. Na. So. Das ist natürlich noch ein bisschen nervig, dass die auch noch hier sind. Dann können wir aber noch hier noch durchspringen. Jemand Neues? Nee, der ist auch versteinert. Den müsste man nämlich sonst eigentlich aufwecken, um hier... Aha. Jemand Neues? Ja, komm mal da raus. Ich will die Truhe nicht zerstören. Ja, komm raus. So. Ja, das kann ein bisschen länger dauern hier, weil es ein bisschen eng ist. Okay, und zack. So, er hat eine grüne Blüte fallen lassen. Schnell einen Schluck. Heben wir das Item auf. Also Seele eines tapferen Kriegers und Dämmerungskraut. Ich weiß nicht, ob hier... Nee, ist keine Mimik. Weiß nicht, irgendwas von beiden. Ich glaube, entweder das Item oder die Truhe war früher nicht da. Edler Knochenstaub. Ja, ich glaube, die Truhe war nicht da. Könnten wir dann mal wieder verbrennen. Können wir unseren Estus nämlich nochmal stärken damit. Dann gehen wir mal hier rüber, aber müssen auf jeden Fall hier rüber springen. Gehen wir drin? Nee. Die Truhe ist hier. Helle Ball des Schwarzen Ritters. Ja, hier sieht es aus, als ob man nicht rausspringen könnte. Kann man aber, weil unten ist nämlich noch ein Gang. Also ein kleiner Vorsprung. Nee, hier kommt keiner. Gut. Ja, die Teile sind richtig nervig. Die verfluchen uns. Hier kommen wir noch nicht rein. Hier können wir noch drei Feuerbomben und eine Seele eines tapferen Kriegers holen. Ihn da vorne, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch einen Duftzweig haben. Den könnten wir theoretisch befreien. Ne, wir haben gar keinen Duftzweig mehr. Okay, dann können wir es nicht befreien. Dann gehen wir noch ein kleines Stück weiter. Und zwar mal hier runter. Denn hier ist nämlich noch eine Truhe. Und kriegen 10 Magiebolzen. Schön. Jetzt bin ich am überlegen. Ja, wir könnten eigentlich noch mal ein kleines Stück weiter gehen. Ja, hier werden wir verflucht. Okay. Ist auf jeden Fall schon mal... Okay, ist auf jeden Fall ganz anders. Als früher. Dann laufe ich einfach mal schnell hier hin. Kommt keiner hinterher? Nö, gut. Ist keiner da. So, da können wir rüberspringen. Das war ein bisschen knapp. Oh, hier ist ja noch ein... Ah, ja, wo bist du denn? Da. Komm, sterb. Geht doch. So, hier ist noch eine Truhe. Nochmal ein Titanit, Brocken und fossile Drachen. Ein fossiler Drachenknochen. Okay, jetzt würde ich aber auch gerne mal kurz hier noch schauen, wie es hier jetzt generell aussieht. Aha. Da ist auch jemand Versteinertes. Das heißt, wir kommen nicht an die Truhe, oder? Nee, wir kommen nicht an die Truhe. Müssten ihn hier rausholen. Es gibt überhaupt so viele. Ja.
Nee, hier bleibe ich mal noch weg eben. Bei, oder? Ich bin halt am überlegen. Eigentlich können wir da runter gehen, ja doch. Nein. Nicht verfluchen. Und... Oh. Glück gehabt, da oben steht nämlich noch eine Vase. Könnten wir eigentlich... Ja, nee, da müsste ich jetzt Eisenpfeile ausrüsten. Drauf geschissen. Ach, und da unten steht ein Phantom, okay. Ja gut, dann pass auf, dann machen wir es doch so. Eisenpfeil. So. Feuerpfeile ausrüsten. Dann haben wir hier oben nämlich zur Not ein bisschen Platz, um zu kämpfen. Arschloch. So. Okay, Phantome sind ein bisschen assi hier. So, hier hinten steht noch mal eine. Ich kann aber weg. Nochmal ein Pharos Wahrheitsverkünder und Seele eines tapferen Kriegers. Nee, okay. Und hier drüben müsste, genau, da ist noch eine Echse. Ich hole aber erstmal hier die Truhe. Da haben wir jetzt nämlich eine Sense mit Finsternis schon drauf. Und jetzt schaue ich mal kurz. Wir müssten doch eigentlich schon so eine Keule haben, oder? Haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir mal das Schwert rein. Weiterhin nicht. Und probieren schnell mal. Gut, haben wir es noch geschafft, haben wir ihn noch geholt. Zwei Titanitscherben, einen Brocken und einen Blitzstein. Sehr geil. Gut, jetzt können wir hier runter gehen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob hier was kommt, aber ich glaube nicht. Nee. Er hier ist nicht feindlich, aber ja, mit ihm können wir so jetzt nicht reden. Dafür habe ich nämlich, nehmen wir den mal kurz raus, den Ring des Geflüsters gekauft. Human, are we? This is no place for you. Be gone. Are you not afraid of me? Humans rarely come here. Those who do turn back when they see me, or make an attempt on my life. But you are different. We once had a master. He created us long, long ago. But he was born with a fatal flaw. He resented those who had what he lacked and became fully mired in hatred. Eventually, he drove himself mad. It was at the peak of this madness that he conjured up we strange creatures. Our master was a tragically lonely soul. Eventually, his solitude eroded his very reason. In the end, he never understood what it was that he truly lacked. Nobody knows when we were born or where our master has gone. The only ones who even speak a human tongue are myself and my better half. I wish to ask a favor of you. I want you to kill my betrothed. Once, I always found her at my side. But as time went on, things went awry. She became violent, raging uncontrollably. Eventually, she came after me. We have been locked in combat ever since. We seem to be at a standstill. The wounds we exchange are never lethal. I was born of my master's madness. Perhaps this is some curse. I will be sure to assist you in return. The past is a distant fog. My name was Targ. That is all that I remember.
the past, is it? My name was... Ja, wir sollen seine Frau töten. Machen wir doch. Will ich mal so sagen. Okay, wir schauen mal noch. Ich denke, die ganze Zeit irgendwas taucht unter uns auf. Schauen wir hier runter, aber... Ne, hier kommt man nicht durch ohne Duftzweige. Scheinbar muss es extrem viele Duftzweige geben oder man muss sich halt einfach mal entscheiden, wo man entlang geht. Ach, hier kommt man nicht durch. Gut, dann gehen wir aber erstmal zurück. Und ja, gehen wir hier hoch. Und schauen jetzt mal hier drüben noch eben. Da, wo die Fässer stehen. Ihr kennt ja diese, ja, diese kleinen Viecher, die... Aha, da sind zwei Phantome da oben. Die dieses Versteinerungszeug gespuckt haben immer. Da stand nämlich eigentlich so ein Riesenvieh davon hier vor, zumindest früher. Ja, und die standen hier eigentlich früher überall. Die sind aber jetzt auch nicht... Die sind teilweise extrem nervig, aber... Die sind jetzt nicht so schwer. Dann Baum gucken, sicher ist sicher. Aha. Kommen sie wieder zu zweit. Einen haben wir. Und gut gemacht. Das haben wir. Steht oben einer? Ne, oben steht keiner. Hier in der Ecke ist auch keiner. Fässer durchrollen. Aha, hier steht noch ein Versteinerter. Da ist wahrscheinlich ein Item irgendwo da bei den Typen, das wir jetzt nicht kriegen. Hier wird wahrscheinlich auch nichts drin sein, nee. Gut, gehen wir hier hoch und holen uns hier oben das Item noch. Fahrradsweiherzverkünder und Seele eines tapferen Kriegers. Okay. Den Fässern noch was? Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns noch schnell hier das Item. Okay, ein Lebenstein ist in Ordnung. Und wahrscheinlich kommt jetzt von oben ein Phantom runter, doch nicht? Nee. Okay. Ah, da rechts ist auch noch einer. Gut, dann gehen wir jetzt aber wieder hier runter. Gehen zum Leuchtfeuer und gehen zurück nach Majula erstmal. Beziehungsweise, nee, gehen erstmal zu MacDoof. Unsere Waffen nochmal verbessern. MacDoofs Werkstatt. Okay. Komm mal her. Können wir es nochmal verstärken? Wir können es wirklich nochmal verstärken. Ah ja, wir haben ja zwei Titanibrocken. Na gut, dann machen wir das auch. Wobei, ich überlege gerade, es war... Ja doch, ist in Ordnung. Und durchdringen eins davon mit dem Blitzstein. Zieht uns zwar... Ja, von einer Skalierung von D und B auf E und C runter. Allerdings mit B auf Blitz skaliert. 136 Schaden anstatt 195, dafür 136 Bonus Blitzschaden. Ich weiß nicht mehr. Geht das? Sehen wir es hier? Ja, machen also insgesamt 314 Schaden anstatt 258. Lohnt sich. Lohnt sich später vielleicht nicht so, wenn man viel auf Blitz, auf Geschick skillt, aber anfangs lohnt sich es auf jeden Fall erstmal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach Majula und geben die restlichen Seelen aus. Machen danach wahrscheinlich in einem Wald, wo ich schon mal kurz hingegangen bin, da wahrscheinlich weiter. Ach, wir haben auch noch Scherbe gefunden. Und genau, Knochenstaub hatten wir ja auch noch. Stimmt. Ja, wir hatten schon länger keinen Boss mehr. Ach. Aber, ja gut, dafür kommen nachher wahrscheinlich wieder mehrere auf einmal dann. Auf was gehen wir? Auf was gehen wir? Ich würde sagen, wir gehen nochmal einmal auf Ausdauer. Halten Ausdauer und Vita etwa immer gleich. Okay, verbrennen. Edler Knochenstaub. Ja, bitteschön. So, und dann... Moment.
mal. Okay. Eigentlich stand hier Rod the Beth, also die war, die uns nach Kleidung gefragt hatte. Steht die jetzt woanders oder? Okay, oder steht sie doch noch da vorne? Das schaue ich jetzt mal schnell nach. Moment, vielleicht. Ich laufe mal hin. Denn eigentlich stand die ja eben nicht mehr da. Ich hoffe, dass sie doch da ist noch. Denn eigentlich könnten wir ja noch unsere Pyromantieflamme bei ihr verstärken. Wir haben ja einen Feuersamen. Ach, wir könnten auch nochmal mit, ja, mit dem Typen mit dem blauen Schwert, also Mondschwert, ich glaube Mondschwert hieß das, mit dem können wir auch nochmal reden. Ach, sie steht hier vor. Okay, gut. Throw the bath. Hallo. Could you spare me something to wear? Just put it here. Ja, ich habe was für dich. Und zwar eine importierte Kapuze, eine importierte Tunika, importierte Manschetten und importierte Hose. Ja, bitteschön. Thank you so much. I'm very happy for this gift. After I change into this, I'm heading for Matula. I'm not sure where I might find the Lord, but perhaps Matula is my best chance. Ja, I hope we can. Pyromantieflamme kann sie eben nochmal verstärken. Macht dann nämlich, ja, 12 Schaden mehr. Ist in Ordnung. Und mal so abschauen. Clearing the way, was you doing, was it? Didn't think you had it in you, pal. No, no, no. That's not like it sounds, no. It was a pleasant surprise, that's all. Name's Ben Hart. Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure that we are gonna meet again. I'll repay my debt to you in battle. I swear it by my sword. The road ahead's gonna be long, but I'm here to help. I am in your debt. It's a true man who honors his debts, and I'll see mine paid. I swear it by my ancient sword. Ja, können auch die Geste lernen, die Freudegeste. It's a true man. Ja, und er ist jetzt jemand, also einer von denen, die uns beim Boss helfen können. Was ich allerdings, ich glaube am Anfang schon mal gesagt habe, nicht machen werde oder so gut wie nicht machen werde. Ich werde mir da kaum jemanden dazu rufen, weil ich will es eigentlich lieber so schaffen. Erst wenn es gar nicht mehr geht und ja, dann mache ich das. Aber ansonsten möchte ich es eigentlich nicht machen. Gut, das kann ich vielleicht mal, wenn ich das zweite Mal durchzocke oder in New Game Plus machen, da vielleicht dann schon. Ja, wir gehen zum, wie heißt es, Jägerhain, genau, zum Brückenzugang. Und machen da ein Stück weiter. Na, ich dachte mir irgendwie, dass da einer runtergesprungen kommt. So, gemacht. Okay. Da vorne rennt jemand Neues rum. Er hier ist nämlich neu, glaube ich. Oder zumindest, dass die beide gleichzeitig kommen. Okay, hier hinten müsste eigentlich auch noch irgendwo irgendwas sein. Zum Beispiel ein Gegner. Und hier ein Item. Große Seele, eines verlorenen Untoten und eine kleine orangene Blüte. Aha. Na, wer hängt denn da? Runde am Abhängen, hä? Ja, freust dich, ja? Gute Nacht.
Geht auf der anderen Seite auch einer? Oder? Natürlich. So. Guten Bogen brauchen wir gerade eh. Denn das sehen wir schon wieder. Sind so komische Schmetterlinge im Baum. Oh, ein Schuss reicht, okay. Und die vergiften uns. So, da kommt der Penner an. Den kenne ich leider nicht mehr ganz so gut. Hört ja nicht mehr viel aus. Dann einfach weg mit ihm. Ja, lauf ruhig. Giftiges Moos. Das lassen auch die... Ja, die... die Schmetterlinge fallen. Was haben wir hier hinten? Na komm. Morgenstern, große Siedler eines namenlosen Soldaten. So, gute Nacht. Der will, glaube ich, nicht aufstehen, also... Na. Zack. Was hast du noch? Häftlingshandschuhe? Auch okay. Und hier unten, ich mal kurz schauen, da ist einer. Okay, zweimal reicht. Aromaschlick. Und eigentlich war hier, wenn ich mich nicht täusche, noch jemand. Ja, nimm erstmal einen Lebensstein. Giftiges Moos und Verlassener invasiert uns. Okay. Okay, okay, okay. Ja, erstmal ein bisschen gucken, was der so macht. Ja, schade. Hätte ich ein bisschen früher schalten müssen. So, jetzt einmal schön Backstep. Ja, hast du dir so gedacht, ne? Ich probier's einfach mal mit beiden Degen. Nein. Ey. Hätte ja klappen können. So, mal eben was zwischen uns bringen und was trinken. Und doch mal lieber wieder das Schild eben. Das Blocken kostet bei ihm natürlich ordentlich Ausdauer. Komm mal her. Komm mal her. Komm. Lass dich wegsetzen. Willst du nicht? Nein, nein. Ich Schild wegkloppen. So. Nein. Hätte klappen können, aber leider nicht. Ah, verdammt. Fast hätte es gereicht. So, Schluck trinken. Und gute Nacht. Na, reicht noch nicht jetzt aber. So, da haben wir verbannt. Und hier vorne müsste eigentlich... Ja, Menschenbild haben wir dafür bekommen, dass wir ihn verbannt haben. Aber scheinbar liegt hier doch nichts mehr. Okay. Dann gehen wir hier hoch. Lass mich mal kurz überlegen. Wir gehen erstmal hier weiter. Gehen mal Schild rein. Rennt schon wieder weiter weg. Wo will der hin? Ja, was hat's jetzt gebracht, wegrennen? Du Arschloch. Nächste. Ja, einen Lebensstein haben wir bekommen. Aha, ein Hund. So. Und wir müssen mal hier rein. Ja, knapp daneben. Nein. Das gibt's doch nicht. So. Stand aufheben. Kleine blaue Blüte. Da oben hängt noch jemand. Der kommt nämlich hier runter, sobald wir den Schalter betätigen. Deswegen sollte ich einfach mal vorher dafür, dass er tot ist.
So, jetzt wäre er nämlich runtergesprungen gekommen, der Arsch. Jetzt haben wir nämlich die Brücke schon mal unten, da gehen wir aber noch nicht weiter. Ach, hier rennt noch einer rum. Ach, da rennen noch mehrere rum. Okay. So. Gute Nacht. Und bevor ich aber mit der Folge Schluss mache, springe ich nochmal hier unten rein. Ach, hallo, mein Freund. Habt ihr euch so gedacht, hä? So, gute Nacht. Gut, ich muss auch aufpassen mit den Truhen. Zweimal giftiges Moos und eine grüne Blüte. Und Seelensperr. Ja, weil die Mobs können einem nämlich auch die Truhen zerkloppen. Genauso wie ich sie auch zerkloppen kann, wenn ich dazu oft drauf habe. Nochmal ein edler Knochenstaub. Sehr schön. Ja, ich überziehe jetzt gerade zwar ein bisschen, aber ist mir jetzt gerade egal. Ich mache jetzt ein kleines Stück, mache ich noch. Und zwar locke ich mir erstmal ihn hier an. Oder killen sogar schon mit dem Bogen. Nee, doch nicht. So, boah, macht das viel Damage jetzt. Das ist richtig krass. Ja, gute Nacht. Okay, lag hier noch was? Nee, ich glaube nicht. Nee, nicht so aus. Gut, dann gehen wir noch ein kleines Stück weiter. Schauen wir hier rein, hier ist nichts. Arschloch. Hätte uns fast gekillt. Ja, holen hier hinten das Item auf jeden Fall noch. Stachelpeitsche. So, und tschüss, Skelett. Gut, und dann schauen wir mal hier vorne noch um die Ecke. Ja, dachte ich mir. 1, 2, 3, 4. Ach, okay, einer kommt schon. Gut. Ja gut, dann mache ich den noch. Wollte eigentlich nur mal eben schauen, wie sie jetzt gerade aussieht. Und hier machen wir das nächste Mal weiter. Arschloch. So. Tschüss. Ja, hier machen wir das nächste Mal weiter. Ich gehe jetzt zum Leuchtfeuer, weil ich werde jetzt nämlich ja, mal wieder eine Pause machen vom Aufnehmen. Ich habe jetzt die letzten 5 Folgen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall lange aufgenommen. Und dann, ja, ich verabschiede mich schon mal. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Bei Fragen auch einfach einen Kommentar schreiben. Und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2 Schooler of the First Sin.